Sowohl Bozen als auch die Black Wings sind im engen Spitzenfeld der Liga unterwegs. Ins Duell in Südtirol gehen beide Mannschaften mit richtig guter Form. Die Foxes zeigen sich zu Beginn kombinationsstark. Vom Bulli weg lösen es die Gastgeber fein und direkt. Bernhard holt sich den Rebound von Kickert. Und es steht 1:0 in der 7. Minute. Anton Bernhard mit seinem 5. Saisontor. Dann bei Bozen Hargrove auf der Strafbank, die Black Wings im Powerplay und Dan da Silva jubelt. 18. Minute das 1:1, da Silva mit seinem 12. Scorerpunkt. 1:1 der Zwischenstand nach dem ersten Abschnitt. Im zweiten Drittel machen die Black Wings dann wieder gut Druck im Slot. Roach bringt die Scheibe vors Tor und Christler vollendet. 26. Minute, die Black Wings erstmalig in Führung. 5. Saisontreffer von Andreas Christler. Aber die Bozener antworten. Elberger nimmt Rutkowski aus dem Spiel und Badero vollstreckt gegen Goalie Kickert. Das 2:2, die Partie wieder pari, die Partie eng und das kommt nicht überraschend. Badero mit seinem 10. Saisontor. Und Bozen setzt nach, präsentiert sich gut im Umschaltspiel. Jamie Arneal auf Kadenacci. Das 3:2 für die Foxes. Der Bozener Doppelschlag innerhalb einer Minute. Ausgelassener Jubel bei den Foxes in Drittel Nummer 3. Wie sollte es anders sein? Meldet sich Linz wieder zu Wort. Umicevics Pass rutscht durch auf Lebler. Schon in der 41. Minute das 3:3. Lebler trifft zum 12. Mal in dieser Spielzeit. Ja, und Lebler würde gerne noch einmal. Gute Schussposition, aber die Scheibe geht nur ans Metall. Möglicherweise fällt Schofield noch leicht ab. Justin Fassio reagiert jedenfalls richtig stark. In der Folge auch Bozen mit der Chance auf den Gamewinner. Bernhard Daly nochmal. Bernhard auch Insam mit dabei, aber die Scheibe findet nicht den Weg ins Tor. Da wird David Kickert von seinen Kollegen ordentlich geholfen. Die Linzer werfen alles rein. Vollster Einsatz in der Defensivarbeit. Aber vorne haben die Black Wings dann auch noch was anzubieten. 56. Minute, Lebler bringt die Scheibe tief und Umicevic findet aus der Drehung Schofield. Er setzt den Game-Winner. Schofield weiß, dass er sich bei Umicevic bedanken darf. Die Vorbereitung war einfach nur wunderschön. Die Black Wings sollten in Südtirol knapp die Oberhand behalten und ziehen damit in der Tabelle an Bozen vorbei. Ich glaube, es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir haben beide Mannschaften gewusst, um was es geht. Und im zweiten Drittel sind wir ein bisschen ins Schwanken gekommen am Anfang. Aber im Großen und Ganzen war es fast schon wie ein Playoff-Hockey und da haben die Kleinigkeiten den Unterschied gemacht. Ja, es waren ein paar kleine Fehler dabei, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt nicht ein schlechtes Spiel gespielt. Wir haben ja, gut mitgehalten und wir hätten jetzt, glaube ich, auch ein, zwei Punkte verdient. It was one of the toughest games I think we've been a part of this year. You know, either team didn't give up much, and it was just you know, a couple of good bounces off the end boards that, you know, was the game winner. So, hats off to the Bolzano Foxes, and you know, it was a lot of fun tonight.